Sieht gut aus. Moin Mario, sag mal kurz, ob du, gib mal Rückmeldung, ob der Ton da ist, ob der ankommt, ob du mich hören kannst. Weil eben in Probeaufnahmen hat er natürlich wieder nicht geklappt. Obwohl das Mikrofon an war. Also, wenn du mal eben Rückmeldung geben könntest, das wäre super. Ton ist gut, ja, das ist hervorragend. Dann bin ich gleich da. Oh, die Supernolle ist da. Sensationell. Nolle, wie kommen wir zu der Ehre? Das ist ja. So, ich sehe hier auch keine Codierungsüberlastungen und so weiter. Scheint zu laufen. Ich habe nämlich ein bisschen was verändert, erzähle ich gleich. So, da sind wir. Ich grüße euch. Jetzt gucke ich noch schnell wieder hier in die Einstellungen. Ah, da. Genau, Mario ist da. Supernolle. Manuel. Tom. Wunderbar. Alle tipptopp. Ja, genau. Deswegen, ich habe extra nur für dich die Nachricht rumgeschickt, Supernolle. Ne? Damit du keine Ausrede hast mit dem Verpennen und so. So, Amoroso ist da, wunderbar. Carsten, schönen guten Morgen. So, ich habe die ersten Rückmeldungen gekriegt. Ton ist gut und Bild scheint ruckelfrei zu laufen. Ich hab noch mal alles verändert, ja, und getan und gebastelt. Ich habe jetzt die Einstellung auf von Full HD auf normales 720 Pixel runtergeschraubt. Und habe dann auch noch auf 25 Frames pro Sekunde runtergeschraubt. Ja. Ich wollte einfach nur, dass es nicht ruckelt. Ihr müsst, aber ich denke mal, so einen wahnsinnigen großen Unterschied. Also ich würde ihn sowieso nicht sehen, ja, aber ihr vielleicht. So. Genau. Dann darf ich euch alle begrüßen. Wunderbar. Schön, dass ihr euch aus dem Bett gequält habt. um euch nochmal zu quälen. Denn ja, wir machen ja wieder eine schöne Schachstunde heute. Ah, Manfred ist da. Mahlzeit. Jawohl, super. So, ihr habt es am Eingang vielleicht schon gesehen. Thema ist heute Minoritätsangriff. Und da haben wir hier auch schon direkt das erste Beispiel zu. Wir gucken wieder zwei Beispiele, aber das zweite nur ganz, ganz flüchtig, weil ich möchte heute nur etwa ein Stündchen machen. Beim letzten Mal mit den 2,5 Stunden, das artet ja langsam aus, ja. Deswegen möchte ich nur ein Stündchen machen. Genau, ich hatte noch, genau, zum Minoritätsangriff habe ich schon mal zwei Videos gemacht. Und zwar auf meinem Kanal könnt ihr einfach mal suchen, Karlsbader Struktur, Minoritätsangriff. Dann findet ihr sofort zwei Videos. Einmal als Angreifer, sprich hier in der, also aus weißer Sicht, wie man diesen Minoritätsangriff oder ansetzt. Und einmal als Verteidiger, wie man mit Schwarz dagegen reagiert. Und ja. Also, wenn euch das wirklich interessiert, dann könnt ihr da gerne reingucken. Ja? Ich verlinke die auch nicht, weil dann dürft ihr euch selber die Mühe machen, die rauszusuchen, wenn es euch interessiert. Okay, das war auch schon alles. Ich habe gleich zwischen den beiden Partien habe ich natürlich wieder meine Aufgabe. Ja? Schönen guten Morgen, Jürgen. Prima. Und da werde ich auch noch mal zwei, drei Leute hier noch mal eben erwähnen und so weiter. Vielleicht sind die jetzt noch nicht da, weiß ich nicht. Deswegen warten wir noch mal einen Moment. Okay, Minoritätsangriff. Lass uns anfangen. Wer von euch weiß, was Minoritätsangriff überhaupt ist? Und ja, wie der entsprechend dann jetzt hier auf dem Brett aussehen könnte. Ja, ihr kennt das, das ist gut. Ja, super, Nolle, so ist halt, ne? Interaktion. Bernd ist da, schönen guten Morgen. Oh, das ist gut, Bernd, du bist nämlich auf meiner Liste, die ich gleich erwähnen will im Zwischenprogramm. Okay. Okay, Amoroso ist nicht ganz vertraut, alles gut.
Oh, da haben wir mit Carsten Experten. Martin ist da, guten Morgen. Peter ist da, guten Morgen. Ah, ist ja super. Seid ihr euch alle aus dem Bett rausquält. Sebastian, schönen guten Morgen. Genau, mit Bauern Minderheit angreifen und eine Schwäche kreieren. Genau. Also Minorität heißt Minderheit. Und wir sehen hier die typische Karlsbader Struktur, dass unser C-Bauer getauscht wurde gegen den E-Bauern. Und dadurch entsteht halt diese Struktur, dass wir hier quasi am Damenflügel nur drei Bauern haben und der Schwarze eben vier Bauern. So, und jetzt bedeutet Minoritätsangriff, ja, ist ja auch so, Martin, ne? War ja stark gespielt, ne? Vor allem, das hat ja eine richtig schwere Stellung gewesen gestern. Das war gestern beim Gunni so ein From Position Turnier. Und Martin ist Zweiter geworden oder Dritter? Weiß ich gar nicht, aber richtig gute Teilnehmer war schon. Okay, Minoritätsangriff. Ich muss ja immer den Chat nebenbei noch lesen, ne, deswegen. Minoritätsangriff, sprich mit dieser Minderheit quasi vorziehen und versuchen, die gegnerischen Bauern anzugreifen und beim Gegner eine Schwäche zu kreieren. Und das ist genau richtig. Und das werden wir hier auch in der ersten Partie sehen. Dieses irgendwie A3, B4 in irgendeiner Form mehr durchdrücken. Wenn der Gegner nicht dieses A7, A5 spielt, brauchen wir natürlich auch nicht A3, dann können wir sofort B4 in irgendeiner Form spielen, ne? Wichtig ist, dass wir irgendwann B4, B5 spielen und versuchen auf C6 zu schlagen. Und dann schlägt Schwarz ja zurück und dann kommen wir gleich, soll das hier auf C6 eine Schwäche werden. Nee, das ist kein Vorteil in dem Sinne, ist nur eine Strategie, ne, die sich aus dieser Bauernstruktur ergibt. In dieser Bauernstruktur, wo der C-Bauer gegen den E-Bauern getauscht ist. Ne. Man könnte natürlich auch hier im Zentrum spielen, gibt es auch Strategien zu. Aber dieser Minoritätsangriff ist eben ja, der am weitesten verbreiteste, denke ich mal, die Strategie, um Linien zu öffnen, ja, um den Türmen Platz zu geben und vielleicht eine gegnerische Schwäche anzugreifen. Und wir spielen mal die ersten Züge durch, damit wir quasi auch optisch sehen, für die, die es noch nicht kennen, was das bedeutet. Nämlich, wir bereiten als allererstes mal den Zug B3, B2, B4 vor. Jetzt geht er noch nicht, weil Schwarz ja noch zweimal drauf ist. Ja, wir sind ja hier noch im Eröffnungsstadium, mehr oder weniger, ne? Klar, gut. Im Endspiel sind natürlich ein paar Figuren weg und da kommen wir aber auch gleich nochmal hinzu, was Mittelspiel und Endspiel und so weiter betrifft. Schwarz spielte hier Turm E7. Achso, wir folgen übrigens, kann ich schon mal sagen, der Partie Van Veli gegen Short. Nigel Short kennen wir alle und Loke Van Veli kennen zumindest die Älteren von euch. So, jetzt Turm B1, um dieses B4 nochmal vorzubereiten. Dann spielen wir den auch. Dann wird dieser Bauer meinetwegen getauscht, aber jetzt steht dieser Bauer bereit, nach B5 zu gehen, um nach dem Schlagen auf C6 hier auf C6 diese Schwäche zu kreieren. Und wir schauen mal, B5. So. Du kennst schon beide, okay. Ja, das ist gut. Jetzt gucken wir nämlich, dieser Vorstoß mit diesem, ja, gibt es natürlich alles manuell, hast natürlich recht, aber im Mittelspiel oder Eröffnung kommt es öfter vor. Ne? Warum kann ich hier mehr oder weniger ungestraft B5 spielen, selbst wenn der gar nicht so oft gedeckt wäre wie jetzt hier in dem Fall? Denn wenn Schwarz hier auf die Idee käme, den B5 zu schlagen, dann würde er sich selber quasi mit einem Schlag drei Bauern Schwächen selber zufügen. Ja, den B5 werden wir mehr oder weniger fast immer gewinnen. Da stehen wir so oft drauf. Ja, mit der Dame können wir auch noch. Den gewinnen wir fast immer. ja. Da habe ich demonstriert in diesen Videos, was die Ideen sind, die typischen Ideen. Ne? Und falls euch das wirklich interessiert, wird man schon einiges rausziehen können, hoffe ich. so, also diesen B-Bauern gewinnen wir natürlich irgendwo zurück und dann bleiben hier noch zwei Schwächen über. Da haben wir sogar zwei Schwächen, die wir angreifen können. Wenn er nicht auf B5 schlägt, sondern so wie in der Partie Springer E4 spielt, dann schlagen wir auf C6 und jetzt haben wir immerhin eine Schwäche. Der D5 ist gedeckt, aber der C6 ist jetzt eine Schwäche. So, und das ist im Grunde,
das, was man mit dem Minoritätsangriff erreichen möchte. Und jetzt hat man natürlich diverse Ideen und jetzt muss man gucken, dass man diesen Bauern blockiert oder angreift, ja, und dann nach und nach vielleicht auch irgendwann erobert. Oder aber selbst wenn man ihn nicht erobert, dadurch, dass man ihn angreift, werden die schwarzen Figuren zum Beispiel irgendwie mit Passivität, mit Deckungsaufgaben vertraut. Das ist natürlich super für uns. Dann können wir aktiv spielen, angreifen, wenn der Gegner passiv spielen muss. Alles gut. So, und jetzt hier möchte ich noch mal ganz kurz auf die allgemeine Stellung oder eine allgemeine Strategie möchte ich es mal nennen. Weiß hat einen klaren Plan. Der Bauer hier, entweder direkt erobern oder, wie gerade gesagt, ja, blockieren und irgendwie aktiv spielen. Genau, das Feld C5 zum Beispiel. Rainer, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, also dieses C6, C5 kann man natürlich auch immer spielen oder manchmal. Dann entsteht natürlich hier auf D5 von Isolani. Ne? Und dann haben wir hier auch mit dem dieses Feld D4 auch immer unter Kontrolle. C5 wird öfter gespielt. Kommen wir im zweiten Beispiel zu. Ne? Genau, also Weiß versucht hier am Damenflügel jetzt irgendwie Aktivität zu entwickeln. Schwarz hingegen versucht durch Aktivität auf dem Königsflügel, sprich Springer darüber, der Turm hier rüber, in irgendeiner Form am Königsflügel ein Gegenspiel zu kreieren und einen Königsangriff zu starten oder zumindest irgendwie weitere Schwächen bei Weiß auch zu erzeugen, wo er dann selber irgendwie spielen kann. Und mehr oder weniger dann macht Schwarz das am Königsflügel mit uns, was wir mit dem Schwarzen am Damenflügel machen wollen, nämlich beschäftigen und ablenken. Und wir schauen uns mal diese Partie hier an. Und genau, ich habe mir wieder Marker gesetzt, nämlich genau jetzt hier den ersten. Wir könnten natürlich die Partie jetzt noch viel länger und tiefer analysieren können, aber wir wollen ja erstmal nur das Grundprinzip reinkommen. Hier seid ihr jetzt dran. Und wir haben ja die Schwäche hier kreiert. Wir haben sogar schon ein, zwei Figuren, Leichtfiguren abgetauscht. Sprich, die Chance auf einen Königsangriff von Schwarz ist schon mal gesunken. Ja? Hallo Papa. Nee, läuft nur auf YouTube. Ich hab mich zwar schon schlau gemacht, so mit Restream und so weiter, aber mein Rechner macht das mit Sicherheit nicht her, dass ich das parallel auch noch irgendwie aufzeichne und ja, bin schon froh, wenn auf YouTube, wenn nichts ruckelt, ja, und wenn nichts grün ist oder so. Ja, deswegen, ich kriege in zwei, drei Wochen, na, in zwei Wochen, na, 10 Tage, kriege ich ja vielleicht einen neuen Rechner. Dann kann man immer noch gucken, ob man sich nochmal verbessert und so weiter. So, aber jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt, ihr wolltet euch ja überlegen, was wollt ihr machen, hier in der Stellung, um den Angriff vielleicht weiter zu verführen, vollenden oder weiterzuführen. Der Manuel möchte mit dem Läufer gegen den Springer tauschen und dann Springer E5 spielen. Das möchte Martin auch, okay? Scheint irgendwas dran zu sein. Läufer B5 ist eine Idee vom Sebastian. Und diese Festung hier auszunutzen, ja? Auch eine Idee. Mhm. Haben wir noch mehr Ideen? Für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind, ihr könnt hier, also was schachlich angeht, alle Kommentare von euch geben, Ideen, Gedanken. Es gibt keinen richtigen Falsch, weil wir lernen alle hier. Ne? Und entweder lernt ihr, was die richtigen Züge sind, oder wir lernen einfach, dass wir auch mal einen anderen Blick für andere Züge überhaupt, ja, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Deswegen keine Hemmungen, immer raus damit, Ideen, ja, mitmachen. Was wollen wir mehr? Turm C1 ist eine Idee, natürlich. Richtung C-Bauern. Mhm. Dann haben wir vom Erich, den Turm A1 und nach A6. Hier nochmal Druck auf den A6-Bauern. Mhm. Auch gut.
So, guck gerade, Verbindung ist immer noch stabil. Ich habe noch keine Kodierungsüberlastung gekriegt. Ich bin total glücklich. Auch das, also ja, wir haben schon verschiedene Pläne. Und ich kann euch sagen, der Richtige war schon dabei. Oder was heißt richtig? Wahrscheinlich ja, am Ende des Tages ist ja gar nichts falsch, weil man kann alles spielen. Ne? Man könnte zum Beispiel Läufer B5 spielen und diese Festung hier nutzen. Und jetzt hängt ja vielleicht der C6 und dann muss Schwarz hier passiv spielen. Würde auch gehen, absolut, überhaupt keine Frage. Man könnte auch Läufer A6, Läufer B7 spielen, dann ist nämlich von B7 aus das Feld C8 gedeckt, der Turm kommt also nicht mehr rüber und dann greifen wir hier auch den C6 an, auch eine gute Idee. Tempi erkennen in der Partie. Ja. Ja, Tom hat auch. Tom ist mit allem glücklich. Der sieht, seine Figuren verbessern sich. Ne? Und das ist auch natürlich eine grundsätzliche Idee. Der Turm E1 wirkt natürlich noch überhaupt gar nicht mit so richtig. Vielleicht auf C1, vielleicht auf A1. Ja, mal gucken. Jetzt wird es aber spannend. Und dass der Zug, den Loop von Veli hier gespielt hat, der basiert auf der Strategie, die ich eben schon angedeutet hatte. Nämlich, je weniger Figuren auf dem Brett sind, desto weniger Gegenspiel gegen meinen König kann der Schwarze organisieren. Und deswegen der Zug, der gespielt wurde in der Partie, war tatsächlich Läufer schlecht G6. Und ich glaube, beim Gucken, da Manuel und Martin waren die ersten, die den vorgeschlagen haben. Dadurch entfernen wir einfach eine Figur. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, guck mal hier, mein schöner Läufer, der guckt doch auch hier in die Richtung und so weiter. Den möchte ich nicht so gerne abgeben. Kann ich auch grundsätzlich nachvollziehen, weil dieser Läufer ja ein weißfeldiger Läufer ist und diese Bauern auf weiß stehen und ich entsprechend diese Bauern angreifen kann. Das ist richtig. Aber erstens tausche ich eine weitere Figur ab und zweitens muss ich auch, wenn ich mal nicht gucke, was tausche ich, sondern was bleibt über. Ja? Und nach dem Schlagen sehen wir einfach, dass wir einen Springer hier über haben und der Gegner nur einen Läufer. Und wir natürlich hier dieses Superfeld E5 zum Beispiel für unseren Springer haben. Ja, genau. Hast natürlich recht, Tom. Im Augenblick hat er vielleicht kein Potenzial, aber vielleicht später. Dieser Springer möchte vielleicht mal nach H4 gehen. So, und wenn wir diesen Springer gegen diesen Springer tauschen, dann bleibt nur Läufer gegen Läufer über. Das ist viel schwieriger, weil dieser Springer natürlich in diesen geschlossenen Strukturen hier wunderbar hüpfen kann. Der kann hier auf alle Felder vor und zurück und hin und her. Ne? Deswegen ist so ein Springer in so einer Stellung hier, gerade um dieses Feld zu kontrollieren, C5, schon vielleicht einen Tacken besser und besser zu gebrauchen, um was anzugreifen. Und deswegen lassen wir das gar nicht erst zu. Dame schlägt G6. Okay. Jetzt droht Läufer H3. Müssen wir einmal kurz aufpassen. Genau, Carsten. Ne? Der Läufer ist schlecht, weil er hier den Bauern bewachen muss und hier nicht wirklich am Angriff teilnimmt. Droht jetzt natürlich kurzfristig, aber das können wir natürlich auch verhindern. Ne? Während der Springer natürlich hier Felder wie E5 oder C5, ja, hat und wo wir uns super reinpostieren können. Und gut, zunächst einmal müssen wir diese Drohung abwehren. Und das hat der Weiße mit König F1 gemacht in der Partie. Und jetzt kam F7, F6. Und damit nimmt er uns dieses Feld E5 weg. Okay. Aber gut, ist ja noch nicht alle Tage Abend. Jetzt macht euch mal einen kurzen Überblick. Der Zug geht nicht. Wo stellen wir sowohl den Springer als auch vielleicht diesen Turm? Wie postieren wir uns jetzt so langfristig? Jetzt nicht in einem Zug, sondern in zwei, drei Zügen. Der Springer kann, genau, der kann über D2 nach B3 nach C5 gehen. Das ist eine sehr gute Route. Jawohl, Manuel, sehr gut. Gefällt mir. Genau, Turm A1 nach A6 ist hier auch wieder eine Idee. Genau, wunderbar.
damit, gerade in Verbindung vielleicht auch mit dem Springer, ja, wenn wir, vielleicht können wir den sogar nach A5 dann spielen, um hier Druck auf den C6 zu machen. Wir haben sicherlich viele Möglichkeiten. Ja, genau. Das heißt, wir müssen Turm und Springer verbessern noch. Und Van Veli? Ja, genau, Carsten. Das ist auch, kommen wir sofort zu Carsten, denn der Carsten hat hier das Manöver Springer E1 nach D3 vorgeschlagen. Einfach um hier zu stehen bleiben, um die Felder C5 und F4 einfach zu kontrollieren und zu beherrschen. Ja, wir müssen da nicht zwingend drauf gehen. Ja, zum Beispiel wenn wir mit dem Springer auf C5 stünden, würden wir uns ja vielleicht auch die C-Linie selber blockieren, als Beispiel. Ja. Deswegen, wenn der Springer hier auf D3 stünde, das wäre sehr gut. Damit hätten wir diesen Vorstoß hier verhindert, ja. Und der Springer kann hier auch zur Verteidigung oder Dame mal angreifen und so weiter. Und ansonsten Linien besetzen. Genau, Martin. Und Linien besetzen bleibt die Frage, sollen wir hier auf der B-Linie verdoppeln oder sollen wir A- und B-Linie in Beschlag nehmen? Das ist die spannende Frage. Wo würdet ihr eure Türme hier postieren? Wir hatten schon den Turm von A1 auf A6 gesehen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, der Springer kann hier auch nach B4 und den C6 angreifen. Man hat auch Zeit, sich was zu überlegen. Selbst wenn man mal den besten Zug macht, weil der Schwarze einfach nicht genug Dynamik hat, haben wir im Grunde genug Zeit. So, hier sehe ich das A- und B-Linie besetzen, ja, und Turm A1 bevorzugt wird. Finde ich es gut, denn der Zug kam auch in der Partie. Aber mit der Idee, gar nicht auf die sechste Reihe zu gehen, sondern auf die siebte Reihe zu gehen. Huch, das hatten wir noch gar nicht. Und wir wissen ja auch, ich habe ja auch schon andere Streams gemacht mit zwei Türmen, zum Beispiel auf die siebte Reihe. Genau, Tom, ne, schreibt, eigentlich wollen die auf die siebte Reihe. Türme auf der siebten Reihe, gefährlich. Und dann haben wir hier jede Menge Potenzial, was wir angreifen können. Und genau. Sehr gut, Tom, wunderbar. Dame H5. Okay. Schwarz versucht nach Kräften uns irgendwie zu beschäftigen. Jetzt droht dieser Läufer auch wieder auf H3 zu schlagen, weil wenn der G-Bauer quasi auf H3 schlägt, wäre er quasi vom Springer F3 abgelenkt. Ne? Das heißt, jetzt hängt wieder irgendwie ein Bauer sozusagen. Und nicht nur das, dann wäre auch unser Königsflügel geöffnet, unser König schwach und so weiter. Das heißt, wir können jetzt, oder haben jetzt eine gute Gelegenheit, diese Drohung, dass wir hier einen Bauern verlieren, abwehren. Manuel H4, das ist ein Zug, bitte, bitte nicht. Erstens wissen wir zum Beispiel aus der königsindischen Verteidigung, wenn wir auf der Seite spielen, wo der Gegner stark ist, dann verlieren wir im Grunde nur ein Tempi, wie auch immer. Ja, hier in dem Fall würden wir zum Beispiel das Feld G4 auch schwächen. Und Schwarz könnte dann sagen, komm, den Bauern verliere ich so oder so, früher oder später. Aber dann aktiviere ich mal meine Figur und drohe jetzt hier selber auch was. Und der Springer kann jetzt nicht weg, weil dann der H4 weg ist. Und dann würden sich der C6 gegen den H4 tauschen. Das ist ja kein fairer Tausch, weil jetzt den C6 gewinnen wir sowieso. Warum sollen wir dafür den H4 abgeben? Ne? Und jeder Zug auf der Seite, wo der Gegner stark ist, wenn es irgendwie geht, verhindern. Ne? Gerade Bauernzüge sind ja, die kommen nicht mehr zurück sozusagen. Always play H4. Ja. aber Jürgen schreibt, genau, Springer E1. Wunderbar. Denn der Springer hat jetzt hier eine schöne Route, ja, dass er von D3 quasi in alle Richtungen gucken kann. Und ja, wir gucken mal die nächsten Züge. Schwarz bemüht sich nach Kräften, irgendwas zu drohen. Aber jetzt droht wieder Läufer H3. Jetzt ging der König mal auf die H-Linie, um das abzuwehren. Ja, jetzt ist wieder der F2 angegriffen. Aber jetzt kam Springer D3 und der F2 ist gedeckt. Wir haben das Feld C5 unter Kontrolle. Wir können, ne, in alle Richtungen.
So, und der Angriff von Schwarz hat überhaupt keine Wirkung, weil wir haben das Feld E5 von den Bauern, aber auch vom Springer, von dem Bauer, also die ganze Diagonale ist super safe. Da kommt die schwarze Dame überhaupt nicht zum Zuge. Und die Dame ist ja auch die einzige Figur, die so auf dieser Diagonale jetzt hier irgendwie Druck machen könnte. Der Läufer kann es auf den schwarzen Feldern nicht und die Türme kommen hier auch, können sich hier hinstellen, aber nichts drohen. Okay, in dem Fall könnte man vielleicht noch überlegen, aber das dauert natürlich seine Zeit. Schwarz müsste vielleicht irgendwie was Wildes spielen, genau. Weil das hier vielleicht eine Angriffsmarke ist. Und irgendeine Form von Dynamik muss er entwickeln. Ne? Das wäre so die Schwarze. Ich meine, wenn wir hier das sehen wir hier auch in der Partie, wenn er zu nichts kommt, wird er früher oder später Probleme haben am Damenflügel. Und deswegen auch, selbst G7, G5 jetzt hier finde ich gar nicht schlecht. Denn man versucht hier irgendeine Form von Dynamik aufzubauen, den König zu schwächen, ne? Und irgendwas zu machen. Deswegen alles gut. Ja, die Stellung hier ist mit Weiß ist eigentlich super safe. Ne? Du hast hier deine drei Bauern noch, die kompakt stehen, aus dem Luftloch. Also viel, viel kompakter geht es mit den drei Bauern ja erstmal nicht. Ne? Okay, wir haben auf H3 eine Angriffsmarke, aber Schwarz hat ja auch nur noch eine Leichtfigur. Ne? Wir könnten, es gibt tausende von Beispielen, da hat Schwarz noch drei oder vier Leichtfiguren. Ne? Und wenn die dann alle hier in die Richtung gucken, dann wird es kritisch. Ne? Deswegen, hier hat Weiß sicherlich noch gute Chancen, auch zu überleben. So ist es nicht. Wir gucken mal, was in der Partie weiterkam. Nämlich Dame E6. Der König zieht einfach, um notfalls hier aus Schachs rauszugehen. Nein, Amoroso, das ist. Dann machst du irgendwie. Dann liegt es vielleicht daran, dass du hier noch irgendwelche Züge machst, die weitere Schwächungen erzeugen. Ja? Aber so hast du ja hier alle Felder kontrolliert, alles deckt sich gegenseitig. Lass so stehen, abwarten, lass den Gegner kommen und der soll zeigen, was er hat. Ja, Weiß hat einen Plan in der Stellung, Docks. Und den zeigt er jetzt auch. Nach Turm zu 8. Und jetzt können wir nämlich unseren Plan oder den weißen Plan in die Tat umsetzen. Und wir hatten ja von vornherein vor, hier irgendwie auf die SIP3 zu gehen. Wir nutzen diesen C-Bauern, also nur als Schwäche, um die Figuren von Schwarz daran zu binden und damit passiv zu stellen. Deswegen, und zack, Turm B7. Und jetzt kommt der andere Turm auch noch nach A7. Und wir können ruhig eine Figur oder einen Turm vielleicht irgendwie tauschen. Auch das reduziert ja wieder das Angriffspotenzial von Schwarz. Und wir schauen mal, wie es in der Partie weiterging. Die Türme kommen da rein und der Läufer zieht sich zurück und möchte hier vielleicht notfalls mal tauschen. Okay, aber Weiß dringt einfach in das Lager ein, ja, über die schwarzen Felder. Der Springer kommt noch dabei, greift die Dame an. Und die Dame geht auch nach B6. Und jetzt sehen wir, vielleicht geht Turm C7. Und dann hätten wir Dame B7. Dann hätten wir alle drei Schwerfiguren vielleicht mal hier irgendwie auf der siebten Reihe. Okay. Oh, warte mal bitte. Hast du noch eine Idee? Ja, Turm F7. Mal hingucken. Kam hier Läufer E8. Ja, ich sag mal, ohne Damen. Ich tue mal die Dame dabei. Und irgendwann willst du hier rausnehmen. Und was willst du damit erreichen? Ein Fehler oder ganz grob schlecht. Und in dem Sinne wird es wohl nicht sein, aber du weißt doch, ich mag es, den Gegner schlagen lassen. Ne? Oder. Ja, einfach nicht selber zu tauschen und meine Druckposition aufzugeben. Ja, Tom, wir können natürlich nicht jeden Zug in Anführungsstrichen. Turm F7 hat wahrscheinlich die Idee, damit der Turm hier auf F7 nochmal zweimal gedeckt ist, denke ich mal. Das wird wahrscheinlich.
Ja, das mag sein, ne? Jeder hat so andere, würde vielleicht auch andere Züge machen, das streite ich gar nicht ab. Ne? Ja, Martin, absolut. Ne? Hier kriegt keiner was auf die Mütze. Hier kann man alles vorschlagen, an seine Ideen reinbringen. Wir sind ja hier zum Lernen. Ne? Wenn wir alle Weltmeister wären, wäre es ja auch langweilig. Genau, wir gucken mal die nächsten Züge nochmal an. Ja, aber wenn du schlecht stehst, dann machst du automatisch komische Züge, weil du keine sinnvollen hast. Das ist immer in der Natur der Sache irgendwie ganz komisch. So, wir waren hier und die Dame ging da rein. Genau. Und Schwarz versucht, irgendwas loszumachen. Weiß spielt Turm C7. Jetzt wird ein Turm getauscht. So, und hier habe ich mir nochmal einen Marker gemacht. Und wie würdet ihr zurückschlagen? Würdet ihr mit der Dame oder mit dem Turm schlagen? Und warum? Beides möglich. Habe das auch mit der Engine so ein bisschen angetestet und mal die Bewertung mir anzeigen lassen. Genau. Halten wir die Dame auf dem Brett oder tauschen wir die Dame? Ja, finde ich super. Jetzt haben wir schon vier Antworten und zwei sagen mit Turm und zwei mit Dame. Ah, hier ist noch Turm und noch mal Turm. Okay. Genau, einige sagen schon, Dame hat noch ein bisschen Angriffspotenzial vielleicht. Ne? Das ist einmal, genau. Und die Dame hier ist natürlich auch sehr, sehr aktiv. Viel aktiver als die schwarze Dame. Das ist das eine. Und wenn die Dame hier so aktiv ist und vielleicht mal in irgendeiner Form auf die siebte Reihe kommt, ne, ist ja dieser König hier so ein bisschen in Gefahr. Während die schwarze Dame gegen unseren König ja hier überhaupt nichts ausrichten kann. Genau, ihr habt völlig recht. Oder die, die mit dem Turm sagen. Manfred sagt auch mit dem Turm, jawohl. Ich habe es mal eben getestet. Also in der Partie kam auch mit dem Turm. Und die Engine sagt hier plus 6,3. Ne, für Weiß. Also schon vorbei. Ne? Wenn wir mit der Dame schlagen, haben wir mit Weiß auch noch einen Vorteil, aber nur noch in Anführungsstrichen plus 2,5. Also ist schon ein drastischer Unterschied, ja. Und deswegen, weil wir einfach die Dame als Angriffspotenzial noch behalten wollen, schlagen wir mit dem Turm. Okay, die Dame geht nach A8 und möchte auf einmal vielleicht von hinten irgendwie hier Richtung unserem König gucken und irgendwas angreifen, ne? Lassen wir das so oder wie oder was? Ich denke, wir wissen grundsätzlich, ich bin sehr großer Freund von Präventivzügen, ja, einfach gegnerische Möglichkeiten unnötigerweise zulassen, macht keinen Sinn. Ja. Natürlich könnten wir hier Springer E6 spielen, zum Beispiel. Aber, ja, mag noch nicht schlimm sein, aber vielleicht steht die Dame irgendwann hier und weil der König ja hier auf H2 steht, fällt vielleicht der F-Bauer. Ja, und wer weiß, ob der E-Bauer vielleicht mal weg ist und dann haben wir auf einmal die schwarzen Felder hier geschwächt, das Dauerschachspotenzial drohen. Deswegen, also ich bin ein großer Freund und ihr schreibt das auch so, prophylaktisch König H2, ja. Könnte man natürlich auch machen. Aber ich denke mal so, also ich bin großer Fan davon, das einfach gar nicht erst zuzulassen. Ja, dann brauche ich mir da gar keine Sorgen machen. Und deswegen. Dann ging die Dame wieder nach C8. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt steht die Dame. Ja, Moment, hier war es. Genau, wir hätten auch Turm G7 spielen können. Da
Oh. Zum Beispiel, weil es hier mit Schach ist. Und dann diese Gabel. Und dann haben wir hier zweimal. Wir kriegen unser Material zurück, haben den Bauern gewonnen. Ja. Geht. Ist mit Sicherheit ein großer Vorteil. Überhaupt keine Frage. Aber das rennt nicht weg. Also aus meiner Sicht, ne, ist natürlich klar. Wir hängen immer alle am Material so ungefähr. Ne? Aber ich finde, wenn wir hier diesen Turm auf der 7. Reihe behalten, ne, und vielleicht sogar die Dame dazu kriegen, ne, und den Springer haben wir ja auch noch, diesen Druck einfach aufrecht zu erhalten, finde ich. Genau, es ist vielleicht eine Geschmackssache, ne, finde ich einfach immer schöner und interessanter. Und so, nach Dame C8. Wie spielen wir jetzt weiter? Jetzt verhindert ja die Dame hier dieses Feld hier. Der Springer kommt nicht rein. Wie bauen wir uns jetzt hier auf mit Weiß, um den Druck noch weiter zu verstärken? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen gespoilert. Die Stellung ist plus 6, irgendwas. Ja? Also irgendwie muss sie ja richtig gut sein. Müssen wir das nur noch finden. Ja, Mario hat auch eine gute Idee. Nämlich Springer E6. Und wenn die Dame schlägt, dann hängt der Turm. Dann hätten wir die Qualität gewonnen. Ne? Und dann droht vielleicht sogar Turm E7 und so weiter. Ne? Absolut. Auf Springer E7 vielleicht kann ich hier versuchen, das mit Turm D7 besser abzuwehren. Rettet meinen Turm. Ja? Möchte hier vielleicht tauschen. Das, glaube ich, ist noch nicht so ganz entscheidend. Aber gute Idee. Ah, guck mal hier, Carsten und Tom haben die gleiche Idee gleichzeitig gehabt. Möchten den Turm nach B7 stellen, damit die Dame entsprechend dann nach A7 kommt. Und dann hätten wir zwei Schwerfiguren hier auf der 7. Reihe. Und die 7. Reihe regelt, ne? So könnte man das formulieren. Genau. Und ja, genau. Turm B7 kam auch, ne? Mit der Idee, Dame A7. Und jetzt bleibt nur die Frage, was passiert denn, wenn Schwarz das mit Dame A8 jetzt hier verhindert. Ja? Erstens Dame A7 verhindert und zweitens jetzt auch wieder hier diese Schachs droht. Genau, Manuel. Ne? Du hast richtig erkannt. Dann müsste man zumindest theoretisch wieder vor Dame A8 irgendwie irgendwas in der Hand haben. Und das hat Weiß hier. Schaut mal rein. Ah, der Tom schreibt schon. Jawohl. Und die Dame würde natürlich gerne auf die 7. Reihe gehen, aber da A7 nicht geht. Oh, guck mal hier, C7 ist frei geworden. Ne? Guck mal, Dame C7 und dann wird's schon eng hier mit Matt und so. Ja? Das kann ich gar nicht mehr abwehren. Ne? Schau mal, das ist ja der helle Wahnsinn. Turm D7 geht auch nicht wegen dem Springer. Und die Engine opfert hier schon die Dame. Genau. Und jetzt ist vorbei. Oh, der Mario. Schöne Grüße in den Westerwald. Ja, ist ja super. Dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst. Ne? Ich hoffe, deinen Schafen geht's gut. Und genau, wir machen ja noch ein paar Minuten. Deswegen, also hier Dame A8 geht nicht. Das Problem ist, ich kann Dame C7 oder Dame A7 nicht beides abwehren. Ne? Problem. Also versucht Schwarz die 7. Reihe zu schützen, indem er den Läufer dahin stellt und nach Dame A7 Turm F8 die 7. Reihe irgendwie zu blockieren. So, aber wir sehen natürlich hier, ja, jetzt stehen alle Figuren von uns quasi optimal, mehr oder weniger. Jetzt wird sich die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöhen, dass wir taktische Schläge kommen können, zumindest. Theoretisch. Ja, Mario, ne, da ist, ja, wenn ich meinen neuen Rechner habe, dann werde ich vielleicht auch nochmal an anderen Tagen auch nochmal was machen. Ja, da werden wir schon was finden, dass du auch mal dabei sein kannst. Dann werden wir uns noch eine Uhrzeit überlegen, ne, von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr nachmittags. Ne, Moment, abends. werden wir schon irgendeine Zeit finden. So. Jung möchte Springer D7 spielen. Martin möchte auch Springer D7 spielen, auch wenn er Springer E7 schreibt. Ja, die Koordination ist nicht so einfach, ne? Aber du meinst natürlich auch Springer D7. Damit würden wir hier diesen Turm angreifen.
Ja, aber der Turm würde dann vielleicht wegziehen. Ja? Haben wir dann eine Folgeidee? Oder geht es dann gar nicht mehr weiter? Oder was passiert dann? Ah, nee, Mario, nee, 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 Spendenaufruf brauchen wir nicht. Aber ist ein gutes Thema, ist nämlich gleich, wenn ich mich bei ein paar Leuten bedanken, die tatsächlich ein bisschen was gespendet haben. Deswegen, ne? Kommen wir gleich zu. Schachbieten. Ah, ja. Ah, Sebastian, super. Bernd hat wahrscheinlich das gleiche. Ja. Genau. Und so kam es auch. Der Springer geht nach D7, greift den Turm an. Und wenn der Turm wegzieht, können wir den Springer nämlich eben mit Schach wegziehen. Hier. Mit Tempo und die siebte Reihe frei machen. Sodass der F7 hier quasi einfach hängt. Ja, und jetzt ist der König natürlich hier quasi schon von Matt bedroht. Dame F5 versucht hier noch H7 zu decken. Okay. Wir geben einmal einen Schach. König H8. Ah, der Rainer ist da. Schönen guten Morgen. Schönen Samstag wünsche ich dir. Ja, heute haben wir auch eigentlich theoretisch jede Menge Zeit. Ne? Ist gar keine Bundesliga. Ist auch ein Schiedwetter. So, Weiß am Zug. Macht noch einen Zug und dann ist die Partie beendet. Schaut mal, was würdet ihr hier spielen? Manuel würde Dame F7 spielen. Und wenn der Turm hier rüber ginge, was wäre dann die Drohung, Manuel? Nicht, dass wir uns hier noch irgendwie einen Dauerschach oder irgendwas einhandeln. Carsten, Carsten, too strong. Ja, Carsten, sehr gut. Und Manuel auch. Und zwar der Zug Dame F7 kam tatsächlich. Und er greift natürlich den Turm an. Der Turm muss ja in irgendeiner Form die Grundreihe gedeckt halten. Ja? Wenn der, ups, der Turm kann ja sowieso nicht die Grundreihe verlassen, wegen hier irgendwelchen Mats auf der Grundreihe. So ganz kurz nur für Mario, allein auf die Idee zu kommen, so einen Zug wie G4 zu spielen. Ne? Mario, da gibt was auf die Finger. Gewinnt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Absolut. Aber spar dir solche Züge, spar sie dir einfach auf und für allergrößte Notfälle, ne? Wenn nichts anderes geht. Halt deinen König geschützt. Wie oft kommt es vor, dass jetzt auf einmal, weil der König hier so offen ist, dass hier auf einmal auf den weißen Feldern vielleicht irgendwie eine Art von Dauerschach oder irgendwas droht? Ne? hier in dem Fall geht's, glaube ich. Aber versuch, König in Sicherheit zu halten. Ne? Das reicht auch, wenn der gegnerische König offen steht. Ne? Müssen wir unseren ja nicht öffnen. Wenn wir andere Möglichkeiten haben, sowas wie Dame F7, dann ist so eine Schwächung unnötig. So, wir haben gesagt, wir greifen den Turm an. Und wenn der wegzieht. So, jetzt sehen wir, die Dame greift F6 an. Aber H7 ist ja auch gedeckt. Ging nicht so richtig weiter. Ja, Tom, du spielst ja immer G4. Du würdest ja am liebsten schon mit erstens G4 grobs Angriff irgendwie starten, ne? Hauptsache Action. Ja. Aber Carsten hatte hier schon eine gute Idee und Martin hat auch eine gute Idee. Genau, nämlich den Turm entlang dieser G-Linie mal wegziehen. Turm G3 ist auch der Engine-Vorschlag, weil jetzt einfach auf G7 matt droht. Das würde von G6 aber auch gehen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ich droht Dame G7 matt. Turm G8 kann ich nicht spielen, Turm A7 kann ich nicht spielen. Ich kann nur versuchen, Dame H7, aber dann ist eben der F6 nicht mehr gedeckt. Ja, und dann geht Dame F6 mit Matt im nächsten. Achso, machst du auch noch. Oh je, oh je. Ich hoffe nur in Bullet-Partien. Genau, Manuel schreibt's, genau. Und ich denke mal, Turm G6 dürfte an ähnlichen Problemen scheitern, dass hier das gleiche droht, ja, und der droht auch. Aber jetzt könnte Schwarz wahrscheinlich noch die Dame opfern und das Matt zumindest abwehren. Ja, genau. Ja,
Dame H7 ist zwar verhindert, aber die Dame kann sich hier opfern. Und jetzt braucht man noch ein paar Züge länger, um die Partie zu gewinnen. Gewinnen tun wir so oder so, ne? Glaube ich auch. Ja, und deswegen hier nach Dame F7 hatte dann Nigel Short aufgegeben. War ein sehr einfaches und typisches Beispiel davon, wie man sich das als Weißer vorstellt, diesen Minoritätsangriff, ja? Diese Schwäche hier auf C6 zulegen, dem Gegner, die benutzen, um seine Figuren zu aktivieren, die gegnerischen Figuren passiv zu halten und dann irgendwie entsprechend einen Angriff zu starten. Und das war natürlich aus weißer Sicht optimal gelaufen. Es gibt noch ein zweites Beispiel jetzt hier auch in dem Buch. Wie gesagt, heute wollen wir nicht ganz so lange machen, da werden wir nur rein schnuppern quasi. Dass es auch andere Möglichkeiten gibt für Schwarz. Aber als erstes wollen wir wieder auf unsere Rubrik auf einen Blick zurückkommen. Ja, dass wir uns eine Stellung angucken, also ihr guckt sie euch an, 15 Sekunden lang, danach blende ich sie aus und ihr schreibt mir, was euch irgendwie sofort auffällt, einfällt, ja, Visualisierung sofort, zack, auf den ersten Blick, was da so bei rumkommt. Und das können wir sofort machen. Ich trinke nur schnell einen Schluck. Moment, eine Sekunde. Boah, OBS ist ja total begeistert. Überhaupt keine ausgelassenen Frames, keine Codierungsverzögerung. Sensationell. So. Ja, Martin, ne? Wenn man einmal passiv steht, dann kommt man auch echt schwierig da wieder raus. Das ist das Problem. Ne? Und deswegen. Schwarz ist grundsätzlich daran interessiert, viele Figuren auf dem Brett zu halten, um eine dynamische Gegenkomponente hier am Königsflügel gegen unseren König zu kreieren und zu behalten. Und da gucken wir gleich nochmal irgendwie noch beim zweiten Beispiel rein. So, aber ich hoffe, ihr seid bereit. Ich werde jetzt hier dieses Brett einblenden. Und 15 Sekunden lang. Und dann geht's los, ja? Also, Freunde, macht euch bereit. Achtung, fertig. Los. Schwarz am Zug. Alles klar, Freunde. Und dann mal ab in die Kommentare. Was fiel auf? Was war gut? Was war schlecht? Ja? Felder, Schwächen, Angriffsstellungen, was auch immer euch irgendwie aufgefallen ist, rein in den Chat damit. Schwarz droht die Krake. Okay. Wohl Springer nach E4. Die kleine Schokolade, jawohl. Schön, dass du da bist. Hat auch eine Idee. G5, Läufer C7 und Schwarz hat Raumvorteil und Angriffspotenzial. Springer E4. Ah, ja, Erich, sehr gut. Jawohl, Tom auch, jawohl. Eine geschlossene Stellung auf jeden Fall. Und gerade weil es geschlossene Stellungen sind, könnt ihr euch ja überlegen, welche Figur ist in geschlossenen Stellungen besser. Ja. Springer kann nach E4 kommen, genau. Ja, absolut. Auch auf E3 war eine Schwäche. Ja, toll. Ich glaube, ihr habt den Kern der Sache habt ihr auf jeden Fall voll erfasst. Ja, absolut. Schwarz hat einen Hebel. Springer ist besser als Läufer, haben schon einige geschrieben. Ne? Mario auch jetzt gerade. Und genau. Gucken uns das mal an. Wir haben hier, das sagten einige,
natürlich das Erste, was auffällt, die Bauernstruktur, ja, dass die sich hier so gegenüberstehen, so eine Stonewall-Struktur. Also sehr, sehr geschlossen. Das heißt, hier im Zentrum ist quasi kein Durchkommen. Ne? Aber was auch noch auffällt, ist natürlich, dass dieses Feld E4 geradezu gemacht ist für einen Stonewall-Springer. Aber wenn wir da jetzt sofort reingehen würden, könnte der Weiße sich natürlich hier abtauschen. Ja, und dann versuchen, mit dem Läufer gegen den zu tauschen oder so. Das wäre schade drum. Viel, viel einfacher oder besser ist es natürlich, hier, und das haben auch viele von euch geschrieben, diesen Springer rauszunehmen, denn dieser Springer ist ja ein Kontrolleur von E4. Ja? Und wie auch immer, er muss so und dann irgendwann den Springer hier rein und der kann nie wieder vertrieben werden. Ja? Und jetzt schaut euch mal an, E3 ist eine Schwäche, der Läufer kommt hier nie wieder raus, der hat hier eine ganz traurige Zukunft vor sich. Ja? Schlechter Läufer, unglaublich schlechter Läufer von Weiß und ein super Springer von Schwarz. Und dann, weil wir die Stellung geschlossen haben und die bessere Leichtfigur, danach kommen immer noch so Hebel wie G7, G5 absolut zum Tragen hier. Ja, König weg, Turm dahinter, Turm verdoppeln. Wir haben ja alle Zeit der Welt quasi. Und dann nochmal irgendwie eine Linie oder irgendwas zu öffnen, wo wir ein bisschen Dynamik und so reinbringen können. Ne? Und dieser Springer hier ist auf E4 ist sicherlich deutlich besser als dieser Läufer. Der hat auch hier keine Ideen und keine Pläne und so weiter. Ne? Und genau, das war so das Allerwichtigste, dass wir erkennen, dass wir hier auf E4 einen Stützpunkt haben, aber dass wir im Optimalfall den Läufer gegen den Springer tauschen, damit wir die bessere damit wir die bessere Leichtfigur hier in diesem Endspiel haben. Ja? Das galt es zu erkennen und das haben wir, glaube ich, fast alle oder haben wir alle komplett erkannt. Wir hatten natürlich auch noch ein, zwei andere Ideen. Ne? Springer G4, gucken wir mal, um die Dame nachzuziehen. Ja, dann würde vielleicht irgendwie H3 kommen und der Springer müsste wieder zurück. Ja, macht nichts, Mario. Ne? Das ist, die Stellung ist so geschlossen, dann kommt es auf dem Tempo wahrscheinlich gar nicht an. Ja, so ungefähr. Ne? So ungefähr, Jürgen. Ne? Aber jetzt, dieses Dame H4 bringt uns hier wahrscheinlich nicht weiter. Und wenn wir zurückgehen müssen, hätten wir nur ein Tempo verloren. Und deswegen können wir dann lieber hier auch direkt auf C3 nehmen. Alles klar, Freunde, bevor wir jetzt das zweite Beispiel noch uns angucken, möchte ich euch nochmal eben ganz kurz, und zwar möchte ich mich beim, das Thema kam ja eben gerade so ein bisschen auf schon, beim Roland, beim Bernd und beim Dennis bedanken. Denn die haben mich unterstützt mit einer kleinen Spende für meinen neuen Rechner sozusagen. Habe ich auch direkt angelegt. Ja? Vielen Dank dafür. Und der Dennis der kam aus Mülheim Nord. Und das ist mein alter Verein. Da habe ich vor 25 Jahren oder so, habe ich da für Mülheim Nord gespielt. Das war die Phase, wo dieses supermoderne Vereinsheim aufgebaut wurde oder gerade gebaut wurde. Und da habe ich auch für Mülheim Nord gespielt, ne? Auch in der NRW-Liga und sowas. Genau, wir gucken nochmal eben hier. Weiß hat hier immerhin jetzt noch eine halboffene Linie. Ja? Er hätte schlimmer kommen können, gebe ich dir recht. Ne? Erich. Aber also grundsätzlich ist der Springer natürlich trotzdem viel, viel besser als der Läufer. Ne? Also, euch drei vielen, vielen Dank. Und noch ein Dank an die Magdalene. Denn die hat über Patreon gespendet quasi. Und auch dafür natürlich super lieben Dank. Und mit der Magdalene setze ich mich sowieso noch in Verbindung, weil die mir ja no, no, noch was geschrieben hatte. Da habe ich mich riesig drüber gefreut schon mal, ja. Falls du das nochmal guckst irgendwann. ich werde mich bei euch melden. Ne? Aber vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, egal auf welchem Wege. Ja, wie auch immer, freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Alles klar. Dann kommen wir zum zweiten Beispiel. Wir gucken uns einfach mal wieder aus weißer Sicht an, weil wir gerade mit Weiß so geübt sind. Und wir schauen mal ein Beispiel, wo es vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist. Und dann sehen wir so die Unterschiede. Ja, also ne, beim Carsten habe ich mich hoffentlich letzte Woche schon bedankt. Ne, und
Wenn nicht, dann hier auch nochmal. Aber ich meine, beim Carsten hätte ich mich schon bedankt. Ne? Er hat ja nämlich beim letzten Mal irgendwie über Patreon gespendet. Von daher. Aber grundsätzlich bedanke ich mich immer bei allen. Ne? Genau, Carsten muss letzte Woche gewesen sein. Den Zettel habe ich hier gar nicht mehr. Spielt auch keine Rolle. Ja? Am Ende habe ich, ja, alles klar, trotzdem. Also nochmal vielen Dank. Ja? Keine Frage. Ich freue mich über jede Spende. So, wir spielen mal hier eine Partie nach von Jan Timmern gegen Nigel Short. Also Nigel Short wieder mit Schwarz. Und wir werden sehen, dass es ihm hier besser gelingt, irgendwie Form von Dynamik aufzubauen. Und wir schauen uns mal die ersten Züge an. Dame Gambit wieder, okay. Das kennen wir. Läufer G5. E3. Das ist die, zack, diese sogenannte Tartakower-Variante. Auch dazu. Also am effizientesten, Carsten, wäre wahrscheinlich dieses PayPal.me, weil da wird am wenigsten abgezogen. Aber ich würde mich also bei Patreon auch sehr freuen, weil es dann macht lieber eine kleine Spende jeden Monat, aber dann habe ich was in Anführungsstrichen regelmäßiges oder so. Ne? Aber grundsätzlich freue ich mich über alles und bei PayPal wird am wenigsten abgezogen. Okay, B6, die sogenannte Tartakower-Variante. Auch dazu habe ich schon Videos gemacht. Ja, könnt ihr euch auch suchen, welche Ideen es hier alles gibt. Ja, hier kann man mit Mattangriff und ganz wilde Sachen spielen. Oder man kann eben positionell spielen. Man hat hier den Springer auf F6 genommen, damit der nicht auf D5 zurückschlägt, damit dieser Bauer hier schlagen muss. Und dann versucht man mit B4 jetzt hier diesen Minoritätsangriff hier wieder irgendwie in die Wege zu leiten. Ja? Nein, 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 nein. Ich mache sowieso relativ wenig Werbung mit, ja, ich blende es natürlich in meinen Videos ab und zu mal ein und so, aber ich mache nie so direkt aktiv Werbung dafür. Wer spenden möchte, ist herzlich eingeladen, natürlich, ja, aber soll ja auch nicht in Bettelei ausarten. Deswegen, Tom, ja, keine Sorge, das ist halten wir den Ball flach. Nee, nee, super Nolle. Guni war gestern auch schon drauf und Ninja, hat man da irgendwie mit Hot Pool oder wie. Ich habe da irgendwie einen Begriff, den kannte ich noch gar nicht. Ne, dass man da auch irgendwie irgendwas machen kann. Aber ich denke, oh je, oh je. So, wir gucken uns mal die Partie an. Turm E8, Dame B3 möchte hier gleich diesen Vorstoß machen. A5 hängt auf einmal. Ist der hier angegriffen? Und Weiß zieht B4, B5. Und damit ist jetzt die Drohung, wenn Schwarz jetzt hier nichts macht, können wir jetzt auf C6 schlagen. Ja, und dann hätten wir natürlich, müssen wir so schlagen, jetzt hätten wir extrem viel erreicht. Wir hätten hier zwei Schwächen bei Schwarz, D5 und B6. Ja, der Läufer ist schlecht. Hot Tube Streams sind das. Ah, ja. Das ist ja, was ihr alles kennt. Ich wusste halt noch gar nicht, wie der Name heißt und sowas. Ja. Ah, super Nolle. Mach keine Bilder in den Kopf setzen hier. Okay, das wäre natürlich optimal für Weiß, wenn wir diese Stellung hinkriegen würden. Ja? Auf zwei Schwächen spielen hier, Turm B1, ja und so weiter, auf den D5, dann könnten wir wieder diese typischen Standardmanöver hier irgendwie anbringen, ja, und so weiter und so fort. Aber Schwarz muss ja nicht das so stehen lassen, sondern er kann hier auch vorbeiziehen. Das ist auch eine Strategie. Und damit ja, ist auf einmal hier ein Druck im Zentrum oder wie auch immer. Und genau, Manuel, das hat er hier auch gemacht. König H8 war jetzt nur ein Beispiel, um zu zeigen, was Weiß wollte. Ja. Und Schwarz hat aber nicht König H8, sondern C5 gespielt. Und Weiß nimmt einmal und Schwarz nimmt zurück. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir ein ganz neues Stellungsbild. Wisst ihr noch, wie man diese Bauern hier nennt? Die Thematik hatten wir nämlich auch schon mal in einem anderen Stream. Nee, 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 Carlsen kann sich alles erlauben. Ich nicht. Ja, hängendes Zentrum, hängende, ja.
Ja, Bo, genau. Aber nicht hängendes Zentrum, sondern hängende Bauern. Verbundene Freibauern. Ja, nah dran, nah dran. Hängende Bauern ist der offizielle Begriff. Sind ja nicht Freibauern, sondern nur ein Freibauer. Ja? Der D-Bauer ist ja noch nicht frei. Aber weil diese beiden Bauern quasi von ihrem jeweiligen Nachbarn keine Unterstützung mehr erhalten und jeder für sich quasi so eine Art, ja, in Gefahr ist sozusagen, hängende Bauern heißen die. Die Struktur wird sich irgendwann auch verändern. Wenn zum Beispiel, ich mache mal eben einen Zug hier, wenn Schwarz irgendwann C4 spielt zum Beispiel, natürlich hat er den Freibauern, aber dann hätte er eben, weil er die Struktur verändert hat, einen rückständigen Bauern auch. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist jetzt hier, wir schauen mal, dadurch, dass Schwarz hier zwei Bauern hat, er hat hier noch drei Leitfiguren, die jetzt hier auch problemlos quasi, wollte nicht A4 spielen, Turm AC1 kam und Springer D7, so zum Beispiel, dass wir hier drei Leichtfiguren auf dem Brett halten, mit der Idee vielleicht auch mal D5, D4 zu spielen, diese Diagonale öffnen, dass wir vielleicht auch am König mal angreifen können oder überhaupt irgendwie den Weißen beschäftigen können. Hier ist es ja jetzt überhaupt nicht ersichtlich, ja, wir können gleich noch mit Turm FD1 und so uns versuchen zu verstärken, absolut. Aber Schwarz ist hier gewappnet. Ich meine, wir haben hier einen Freibauern, ja. Wenn wir den hier gedeckt kriegen, dann hat Weiß im Endspiel potenziellen Freibauern. Ja? Aber jetzt ist der Weg bis zum Endspiel natürlich für Weiß sehr lange. Denn Schwarz wird eben entsprechende dynamische Möglichkeiten hier aufrufen und gucken, dass er da nicht so ganz kampflos in dieses Endspiel überleitet. Und genau, Erich, die Minorität ist weg. Ne? Und hier in der Partie kam jetzt auch Läufer schlecht C3. Denn dieser Springer greift natürlich auch diesen D5 an. Sprich, wenn wir hier den Springer entwickeln, ja, dann hängt hier vielleicht dieser Bauer. Müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Und Läufer C3 kam in der Partie. Ein weiterer guter Ansatz für Schwarz ist, der hier auch in dem Buch angegeben wurde, um die Figurenaktivität und die Dynamik zu erhöhen, ist der Zug A5, A4. Dass man sagt, okay, Moment, ich kann hier diesen Bauern geben, aber ich habe ja hier einen Freibauern. Die Dame muss jetzt den Springer gedeckt halten. Ja, jetzt kann ich meine Figuren entwickeln. Der Springer muss irgendwann wieder zurückziehen, damit er nicht da irgendwie abgeklemmt wird. Aber jetzt droht Weiß A2, A4. Und das verhindern wir, indem wir den Turm, den A-Bauern blockieren. Und damit vielleicht mit der Dame und mit dem Turm, ja, dann haben wir mächtig Druck gegen den A2. Offene Linien, zumindest eine halboffene Linie für die Türme, für die Schwerfiguren. Wir haben ja hier noch einen gewissen Druck jetzt drauf. Und der Springer kann ja auch noch hier irgendwie in irgendeiner Form eingreifen. Ne? Also ihr seht, alle schwarzen Figuren sind super, super aktiv. Und in der Beispielpartie nach Dame D2, Springer C5, Springer D4, Dame A5, geben die einfach eine vollwertige Kompensation für Schwarz an. Hier ist auch wieder nichts vom Minoritätsangriff übergeblieben. Ja? Der B5 ist isoliert mehr oder weniger von dem A-Bauern, weil der den nicht decken kann. Schwarz hat alle Figuren super aktiv stehen. Und natürlich, rein technisch gesehen ist der D5 ein rückständiger Bauer, vielleicht schwach, aber dadurch, dass die Figuren von Schwarz so aktiv sind, hat er natürlich auch ja, jede Menge dynamische Möglichkeiten. Ne? Sodass das Weiß sich nicht wie im ersten Beispiel ganz in Ruhe auf die Schwäche stürzen kann und den Gegner zur Passivität zwingen kann, sondern im Gegenteil, jetzt ist hier völliges Chaos quasi ausgebrochen und Schwarz spielt komplett mit. Ne? Das wäre eine Möglichkeit gewesen. In der Partie folgte Läufer C3, das geht auch. Und dann entwickelt man sich, damit der C5 gedeckt ist. Jetzt ist auch der hier auch noch gedeckt. Und jetzt hat man immer noch zwei Figuren, zwei Leichtfiguren. Man hat die Möglichkeit mal, sich hier irgendwann irgendwie, wie man will, die Bauern vorzuschieben. Ne?
Die Partie ging jetzt die ging noch richtig lange. Deswegen, aber das hätte jetzt mehr in die Thematik hängende Bauern gepasst. Deswegen, ich wollte es einfach nur mal einmal zeigen, dass dieser Vorstoß B4, B5, um diese Kette anzugreifen, dass dieser Vorstoß C6, C5 eine ja, mit Hauptwaffe mehr oder weniger oder sein kann von Schwarz. Wer dann nochmal richtig mehr und tiefer in die Materie eintauchen will, wie gesagt, meine zwei Videos dazu, die Verteidigungsmöglichkeiten aus schwarzer Sicht habe ich da, ne, in dem einen Video auch, sind mehrere Ideen, die man da haben kann. Und da ist unter anderem dieses C6, C5 auch dabei. Und weil das aber jetzt hier nicht in die Thematik reinpasst, weil wir jetzt keinen Minoritätsangriff mehr haben, sondern hängende Bauern. Aber das war hier in dem Beispiel auch noch angegeben in dem Buch. Das Zweite ist, dass wir natürlich jetzt, ich habe gesagt, ich möchte so in etwa eine Stunde machen, damit das nicht wieder so ausartet. Beim letzten Mal ist ja 2,5 Stunden, ja, so, uiuiui, das war echt zu lange. Deswegen denke ich, sollten wir einfach die eine Stunde jetzt heute mal so hinnehmen, weil, ne, wenn man kleine Brocken lernt, dann verschluckt man sich vielleicht auch nicht so schnell. Vielleicht bleibt da ein bisschen was hängen oder wie auch immer. Und genau, dann sind wir nämlich durch für heute. Und habt ihr noch irgendwelche? Der Chat ist so still geworden. Ich hoffe, ich habe euch nicht verschreckt. Wenn ihr keine großen Fragen mehr habt, dann sind wir nämlich durch für heute. Dann würde ich den Stream jetzt beenden. Nächsten Samstag ist noch ganz normal. Ich glaube, heute lief es ja eigentlich relativ gut. Ne? Können wir zufrieden sein mit. Ich glaube, hat nicht geruckelt. Ne? Ton war auch immer da. Dann werden wir die eine Woche auch noch überstehen, bis der neue Rechner da ist. Ja, Mario, danke fürs Reinschauen. Das gilt an alle. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ne? Und wenn Fragen sind, einfach in den Chat immer reinschreiben oder nachher auch als Kommentierung unter das Video. Überhaupt kein Problem. Genau. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt ein schönes Restwochenende, bleibt gesund und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja? In dem Sinne, besten Dank und tschüss. Achso, ich blende natürlich noch wieder das Dingens hier ein, ne? Im Bildschirm für ein paar Sekunden und dann werde ich es irgendwann gleich beenden. Also, macht's gut. Jo, bis heute.